Herzlich willkommen zur 10. Preisverleihung des Anne-Klein-Frauenpreises und herzlich willkommen zur ersten digitalen Preisverleihung. Das ist ein Experiment und ich hoffe sehr, dass es gelingen wird. Erst einmal ein herzliches Dankeschön an Matthias Klander, ein enger Freund von Anne-Klein, der uns heute Abend musikalisch begleiten wird. Danke für diese schöne Eröffnung. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer aus aller Welt, liebe Freundinnen und Freunde von Anne-Klein, liebe Mitglieder der Jury, die hier mit mir heute in diesem Raum hier sind, in der Heinrich-Böll-Stiftung, liebe Dilek Meyer-Türk, unsere Laudatorin, und natürlich liebe Canan, Merhaba Canan. Wir feiern dich, Canan, heute leider nur digital. Das Virus lässt es leider nicht anders geschehen. Du bist im Büro der Heinrich-Böll-Stiftung. Euch allen in Istanbul und all unseren türkischen Freundinnen und Freunden, den Zuschauerinnen, ein ganz besonderes Willkommen und schon einmal vorab mein großes, großes Dankeschön an Christian Prakel, an unser tolles Büroteam in Istanbul, die diese digitale Veranstaltung möglich gemacht haben. Ich verspreche, wir werden unser Bestes geben, dass diese Preisverleihung auch digital ein Höhepunkt werden wird, wenn das Internet mitspielt. Diese Preisverleihung ist nicht nur wegen ihrer virtuellen Ausgabe etwas Besonderes. Wir feiern heute und würdigen heute schon zum 10. Mal die Preisträgerinnen, die wir würdigen können, weil uns Anne-Klein diesen wunderbaren Preis geschenkt hat. Das ist ein schönes Jubiläum, wie ich finde, und wir haben es zum Anlass genommen, mit allen Preisträgerinnen der letzten 10 Jahre Videoclips zu drehen. Sie laufen bereits auf Instagram und Twitter, wir müssen ja Social Media like unterwegs sein, aber auch auf www.böll.de. Dort können Sie diese wunderbaren Porträts sehen. Es ist wunderbar, wie die Kraft und der Elan und die Zuversicht aller dieser Preisträgerinnen der letzten 10 Jahre zu spüren ist. Sie sprühen vor Kraft, sie sind lebendig und nutzen diesen Preis auf hervorragende Weise. Anne-Kleins Wunsch, mit diesem Preis Frauen zu ermutigen, ihnen den Rücken zu stärken und ihren Kampf für Frauenrechte und Selbstbestimmung zu ehren, er wirkt. Dafür sind wir Anne-Klein sehr, sehr dankbar. Unser Mitstreiter und Freund Anne-Kleins und unser Jurymitglied Thomas Herrendorf ist leider nicht mehr bei uns. Er ist im vergangenen Dezember seinem Krebsleiden erlegen. Er war ein begeistertes, ein engagiertes Jurymitglied. Und er war auch noch dabei, als wir gemeinsam und einvernehmlich, wie immer das geschieht, bei der Preisvergabe einstimmig für Canan Arin gestimmt, für unsere Preisträgerin dieses Jahr 2021. Wir sind Thomas Herrendorf für sein Engagement sehr, sehr dankbar und wir werden ihn in Ehren halten. So, und nun, weil beim heutigen Festakt ohnehin alles anders ist, zeigen wir einen kleinen Ausschnitt aus den Videoclips der Preisträgerinnen der letzten 10 Jahre. Die, die die Anne-Klein-Preisverleihung kennen, wissen, dass wir immer einen Trailer zeigen mit Anne-Klein. Das geht aber technisch dieses Mal eher schlecht. Und von daher freuen wir uns jetzt zum 10-jährigen Jubiläum des Anne-Klein-Frauenpreises Ausschnitte von den Videoclips zu sehen, von denen ich gerade berichtet habe und von denen ich mir sehr, sehr wünsche, dass sie große Verbreitung findet. Para mí recibir el premio fue también darle combustible, darle oxígeno a la lucha que estoy llevando para lograr justicia. Also wirklich, hat niemanden interessiert und dann kam dieser Preis. Und das haben sich auch plötzlich JournalistInnen dafür interessiert, die sich noch nie für das Thema interessiert haben. PolitikerInnen haben sich auch plötzlich für das Thema interessiert und das war gut. It stayed in memory of each one of us as an inspiration for activism, as hope for life.
It was magnificent. Der Preis, der ist für uns eigentlich ein Symbol dafür, dass die öffentliche Meinung in einer großen Diskrepanz zu den politischen Entscheidungen steht. Der reichte uns in einer turbulenten Zeit, hat uns Mut gemacht und gestärkt. Der Anne-Klein-Preis war für uns ein ganz großes Geschenk. Und wir haben auch politisch auf diese Weise mehr Kontakte entwickeln können und auch eine stärkere Vernetzung dadurch erreicht. Bu ödül bize anlam kattı ve yeni bir heyecan kattı. Eşitlikten ve adaletten yana olan, katılımcı demokrasiyi bütün unsurlarıyla uygulayabilecek siyasi iktidarlar diliyorum. The common vision is to bring about lasting solutions to end the harm caused by domestic and family violence and map out a path where every woman can claim her right to live free from violence. La verdad es que la justicia llega lenta, a veces llega tarde y a veces llega para muy pocas personas. La violencia contra las niñas y las mujeres no puede continuar. Mevcut haklarımıza dokunulmamasını, onların geliştirilmesini isterdim. İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmek gibi bir taleplerin olmamasını isterdim. Ndingathanda ukuthi uAnne Klein aqhubeke nokujonga ancede onke abantu abangama activist ku human rights. Und ich wünsche mir sehr, dass die Themen, für die wir Preisträgerinnen alle stehen, im öffentlichen Umlauf bleiben, weil nur dadurch verändert sich auch etwas für die betroffenen Frauen. Und das wünsche ich mir doch sehr. Danke, Anne Klein. Welche Energie, welche Inspiration, das haben wir Anne Klein zu verdanken. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Barbara, liebe Dilek Mayatürk, liebe Canan, erneut ein herzliches Willkommen zur Preisverleihung. Und ganz besonders begrüßen möchte ich den Bruder unserer Preisträgerin, den Berliner Architekten und Stadtplaner, Herr Arin und seine Frau Olga. Herzlich willkommen hier bei uns. Es ist wunderbar, dass Sie hier sind. Ich möchte Sie begrüßen. Ich denke, es ist für Canan eine große Freude, dass sie zumindest auf diese Weise ein bisschen hier bei uns sein kann. Aber sie hat ja auch in Istanbul, glaube ich, eine sehr schöne Umgebung. Die Folgen der Corona-Pandemie treffen Frauen überall auf der Welt, ökonomisch und persönlich besonders hart. Frauen verlieren ihre Jobs noch schneller als Männer und sie erleben verstärkt häusliche Gewalt, ob in der Türkei oder in Deutschland. Das ist leider in allen Ländern der Welt der Fall. Liebe Canan, der Kampf gegen jegliche Gewalt gegen Frauen ist ein Lebensthema für dich. Morjate war 1990 die erste Frauenhausstiftung in der Türkei. Du hast sie mitgegründet. Seit Jahrzehnten ist dieses Frauenhaus und die Stiftung nun die erste Anlaufstelle für Tausende von Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt geworden sind. Die Rechte und Selbstbestimmung von Frauen zu stärken und gesetzlich abzusichern, zieht sich wie ein roter Faden durch dein politisches und persönliches Engagement. Du, Canan, unterstützt Frauen bei ihren Kandidaturen für politische Positionen. Du adressierst deine frauenpolitischen Anliegen auf allen Ebenen der Politik, national in der Türkei sowieso, im Europarat oder auch auf der UN-Ebene. Dem rechtsstaatlichen Weg widmest du gerade als Anwältin besondere Aufmerksamkeit. Menschenrechte, Frauenrechte müssen durchsetzbar und vor allem auch einklagbar sein. Das Zentrum für Frauenförderung der Istanbuler Anwaltskammer hast du mitgegründet. Liebe Canan, du blickst auf sehr viele Jahre des Kampfes für Frauenrechte zurück. Auf Fortschritte, auf herbe Rückschläge, auf Repression, aber auch Ermutigung und Erfolge. All das gab und gibt es über die verschiedensten Regierungstypen der letzten Jahrzehnte in der Türkei. Allerdings, die gegenwärtige autoritäre Politik der türkischen Regierung und die Dominanz islamistisch-nationalistischer Kreise
haben in den letzten Jahren in der Türkei eine Atmosphäre geschaffen, die es immer gefährlicher und immer schwieriger macht, sich zivilgesellschaftlich zu engagieren. Und wie so oft sind Frauen und LGBTI-Personen das erste Ziel von Anfeindungen und Repression. Und auch du, liebe Canan, hast auf vielfältige Art persönlich verschiedene Anklagen erhalten und bekommen und dich verteidigen müssen. Die türkische Regierung beharrt darauf, dass die Gleichstellung der Geschlechter ein Irrweg sei. Der Präsident versucht seinen Wählerinnen und Wählern immer wieder einzureden, dass Feminismus ein Teil eines westlichen Kulturkampfes sei, in dem die Türkei ihren eigenen islamisch geprägten Traditionen verteidigen müsse. Gleiche Rechte auf dem Papier ja, aber Frauen sollen gefälligst eine traditionelle Rolle als Mutter wahrnehmen. Wie stark das die Realität im Land widerspiegelt, ist auch statistisch ganz gut zu belegen. Obwohl in der Türkei die universelle Schulpflicht gilt, sind immer noch gut 12% weniger Mädchen und junge Frauen an weiterführenden Schulen als junge Männer. Obwohl viele Frauen davon den Sprung an die Universitäten schaffen, sind fast 70% der weiblichen Bevölkerung nach der Heirat nicht mehr am Arbeitsmarkt vertreten. In einem Land mit ohnehin hoher verdeckter Arbeitslosenrate sind Frauen immer noch anderthalbmal so häufig arbeitslos wie Männer. Die Türkei versucht sich seit Jahren in der Kunst, in zwei Welten gleichzeitig zu existieren. In einer, in der die Regierung auf die großen Fortschritte bei der technischen und wirtschaftlichen Modernisierung des Landes pocht, und in einer anderen, in der für viele Frauen das Rad der Zeit immer weiter zurückgedreht werden soll. Liebe Canan, gerade in den 2000er Jahren warst du eine zentrale Akteurin, die die rechtliche Gleichstellung von Frauen in der Türkei vorantrieb. Viele der Reformen aus der Anfangszeit der AKP-Regierung haben auf dem Papier heute noch Gültigkeit. Nur die Realität sieht anders aus. Wir haben gestern sehr lange und ausführlich über diese Realitäten miteinander gesprochen. Ein Beispiel davon ist Abtreibung. Obwohl Abtreibung in der Türkei seit 1983 legal ist, ist sie heute für viele Türkinnen fast unmöglich geworden. Der Grund: viele staatliche Krankenhäuser weigern sich schlicht, die Frauen zu behandeln. In einer Umfrage von 2017 gaben lediglich 7,8% aller staatlichen Kliniken an, eine Abtreibung durchzuführen. Selbst bei erwachsenen Frauen wird die Zustimmung der Familie oder des Partners verlangt. Und für große Teile der weiblichen Bevölkerung ist der Gang in eine private Klinik einfach zu teuer. Ähnlich verhält es sich mit der Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Es steht vieles auf dem Papier, aber umgesetzt wird es fast gar nicht mehr. Die Konvention des Europarats zur Verhütung häuslicher Gewalt heißt in der Kurzform Istanbul-Konvention, nach der Stadt ihrer Verabschiedung der Konvention benannt. Und die Türkei war in der Tat 2012 der erste Staat, der das Vertragswerk ratifizierte, immerhin 7 Jahre vor der Schweiz und auch einiges vor der Bundesrepublik Deutschland. Die Ratifizierung der Konvention durch die Türkei war ein Erfolg von dir, liebe Canan, und deinen Mitstreiterinnen. Ebenso wie die Reformen des Zivil- und Strafrechts zum Thema Gewalt. Dass Frauen sich heute mit einer einstweiligen Verfügung gegen gewalttätige Ex-Partner schützen können, ist nur eine der Reformen der letzten Jahre, die Canan und ihren Mitstreiterinnen in der Türkei zu verdanken sind. Gewalt gegen Frauen, wie überall auf der Welt, ist auch in der Türkei ein großes gesellschaftliches und politisches Thema. In regelmäßigen Abständen machen Geschichten von Feminiziden im Land Schlagzeilen. Nicht selten kommen die Täter mit keinen oder leichten Strafen davon. Allerdings ist die Anteilnahme an diesen Fällen in der türkischen Öffentlichkeit
mittlerweile enorm. Aber es sind auch Angriffe auf die Istanbul-Konvention, die massiv geworden sind. Im letzten Jahr haben religiöse Orden und Politiker der AKP erneut versucht, aus der Istanbul-Konvention auszutreten, weil sie, Zitat, die Familie zerstöre. Das traf auf den entschiedenen Widerstand der Frauen, die nicht nur von links, sondern selbst auch aus konservativ-islamischen Kreisen dagegen protestieren. Zwar sägen Teile der Regierungspartei weiter fleißig an dem Vertragswerk der Istanbul-Konvention, wollen die Regierung zum Austritt bewegen, aber bisher haben der öffentliche Druck und der konsequente Einsatz von Canan und der türkischen Frauenbewegung ausgereicht, um das noch zu verhindern. Zusammenhalt und Zusammenarbeit, das ist das Erfolgsrezept der türkischen Frauenbewegung. Gestern im Gespräch sagte Canan zu mir, es ist gerade auch der Kampf gegen die Gewalt gegen Frauen, die Frauen aus allen sozialen Schichten eint, die wirklich dafür kämpfen, gemeinsam bei allen ideologischen Unterschieden und gesellschaftspolitischen Vorstellungen weiter daran festzuhalten, dass Gewalt gegen Frauen geahndet werden muss, mit Strafe verfolgt werden muss. Die Demonstrationen jedes Jahr am 8. März in der Türkei sind gewaltige Manifestationen des Willens der türkischen Frauen nach Veränderung und sie sind auch Zeugnis der Widerständigkeit der türkischen Frauen. Sie lassen sich eben nicht nehmen, was sie so mühsam über viele, viele Jahre erstritten haben. Stellvertretend, liebe Canan, für diese breite und mutige Bewegung möchten wir dich heute ehren und dir Danke sagen und dein Lebenswerk, das du hast, auf das du stolz sein kannst, hier würdigen. Du, liebe Canan, weißt hautnah, was Einschüchterung bedeutet, was körperliche Bedrohung und rechtliche Angriffe heißen. Der Kampf für mehr Freiheiten und Frauenrechte in der Türkei war selten ohne Gefahr. Die Beschneidung von Rede- und Meinungsfreiheit hast du mannigfach erlebt. Religiöse Werte verletzt oder den Staatspräsidenten verunglimpft zu haben, sind dir sehr bekannte Anschuldigungen und sie haben schon ein manches Mal auch zu staatsanwaltlichen Anklagen geführt. Es steht zu befürchten, dass sich die politische Situation in der Türkei nicht zugunsten von Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit so schnell ändern wird. Aber es sind mutige, unerschrockene Frauen wie du, Canan, die ihr Leben riskieren, und ihr seid gleichzeitig für uns alle in aller Welt Vorbild, Mutmacherin und Inspiration. Durchhalten, solidarisieren, bei allen Rückschlägen, wir werden gewinnen. Das sagst du in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, das anlässlich der Preisverleihung an dich am Montag ausgestrahlt werden wird. Ich glaube, wir alle spüren es mit dir, dass dieser Mut, diese Kraft, die du repräsentierst, dich dahin gebracht hat, wo du heute bist. Wir sind so froh und so stolz, dass wir heute mit dem Anne-Klein-Preis mit dir ein wenig solidarisch sein können und mit dir auch ein wenig Danke sagen können. In diesem Sinne, die Jury des Anne-Klein-Preises, ich mich persönlich, wir freuen uns unendlich für diese Ehre und Würdigung und ich hoffe, du kannst sie genießen, auch wenn du leider hier nicht bei uns bist heute. Vielen Dank. Ja, liebe Canan, ich habe jetzt das Vergnügen und die Ehre, deine Laudatorin begrüßen zu dürfen. Ich freue mich sehr, dass Dilek Mayatürk die Laudatorin des heutigen Abends für dich ist. Dilek Mayatürk ist Lyrikerin und Dokumentarfilmerin, geboren 1986 in Istanbul. Sie studierte in ihrer Heimatstadt und in Klagenfurt Soziologie. Als Dokumentarfilmerin und Produzentin arbeitete Dilek für IZTV und die BBC.
2014, und ich glaube, das ist ja das Wichtigste, erschien ihr erster Lyrikband. Mutsammlung heißt er auf Deutsch übersetzt. Ich kann es nicht auf Türkisch aussprechen, es tut mir leid. Mutsammlung, was für eine schöne Metapher auch für das, was heute geschieht. Wir müssen Mut sammeln miteinander, weil die Welt ist so, wie sie ist. Wir brauchen mutige Menschen, Frauen wie du. 2020 erschien ihr erster auf Deutsch übersetzter Lyrikband Brache. Für deine Gedichte, liebe Dilek, bist du mehrfach ausgezeichnet worden, auch in der Türkei. Du lebst mittlerweile in Berlin und ich kann nur großes Dankeschön sagen dafür, dass du heute die Laudatio für unsere Preisträgerin Canan übernimmst. Herzlichen Dank und willkommen. Vielen Dank, Frau Unmüssig. Çok teşekkür ederim. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bitte um Verständnis, dass ich meine Rede auf Türkisch halten werde. Değerli misafirler, liebe Gäste, malum sebepten ötürü bizlere uzaktan eşlik eden değerli konuklar, liebe Gäste, die uns aus den bekannten Gründen per Videoschalte begleiten, sehr geehrte Jurymitglieder, sehr geehrte Barbara Binek, und hochverehrte liebe Cananerin, ich möchte Sie alle herzlich begrüßen. Cananerin ist als Juristin, Frauenrechtsaktivistin seit 50 Jahren und Verfechterin des Feminismus. Eine Frau mit einer Leidenschaft für Literatur, Kino, Theater und Kunst. Daher erlaube ich mir, meine Rede aus einem anderen Blickwinkel zu beginnen. Unsere Herkunft ist klar, die Türkei. Aber es kann keinen guten Film, Roman oder eine Geschichte ohne Konflikte geben. Nur aus Konfliktsituationen entstehen starke Geschichten, starke Charaktere, starke Frauen. Nicht wahr, Cananerin? Die diesjährige Preisträgerin, Rechtsanwältin und Verfechterin der Frauenrechte, eine der ersten denkbaren Namen, wenn es um die feministische Bewegung in der Türkei geht, eine der Gründerinnen von Morçatı, des ersten Frauenhauses in der Türkei, Canan Arın, ist eine solche starke Geschichte und eine solche starke Frau. Und ich werde mich daran versuchen, soweit meine Worte es vermögen, Ihnen diese Geschichte zu erzählen. Canan Arın wurde als ältestes Kind einer Familie mit 4 Kindern in Ankara geboren. 1951 zogen die 4 Geschwister gemeinsam mit der Mutter nach Istanbul. Dort ging sie zur Schule und ihr gelang die Aufnahme an der juristischen Fakultät der Universität Istanbul. Das Jurastudium suchte sie sich bewusst aus, denn für sie ist die Rechtswissenschaft ein Dach, das alle Fachrichtungen vereint. Sie interessiert sich für Philosophie, Soziologie, Film, Pantomime und Ballett. Und sie liest ununterbrochen Bücher aus dem Bereich Philosophie und Soziologie, aber auch alle Klassiker der Weltliteratur hat sie schon in sehr jungen Jahren verschlungen. Hier möchte ich ihren Bruder Cananerin zitieren, der als Architekt in Berlin lebt. Meine Schwester war unsere Fahnenträgerin in Sachen Unabhängigkeit. Wir erlangten unsere Freiheiten auf dem Weg, den sie uns ebnete. Sie war bei allem immer die Erste, die darum kämpfte. Diese Sätze erinnerten mich an Canan Arın's Worte anlässlich eines erst kürzlich gegebenen Interviews. Die beste Opposition machen eigentlich Frauen. Ich erlaube mir, diesem Satz noch etwas hinzuzufügen. Frauen machen die beste Opposition und dies eigentlich auch am würdevollsten. Eine Frau, die vor ihrem 40. Lebensjahr 2 Militärputsche in der Türkei erlebte, die Jura studierte, ihr Studium in England fortsetzte, aktiv die Frauenbewegung prägte und dazu noch aktiv mit Ballett, Theater und anderen künstlerischen Bereichen beschäftigte, war in den Jahren sehr schwer und, wie ich finde, die denkbar würdevollste Opposition gegen die patriarchale Gesellschaftsordnung.
Ihr Geist beseelt davon, unter allen Umständen durchzuführen, was sie sich einmal in den Kopf gesetzt hat, kämpferisch und Rechte einfordernd, gepaart mit ihrer künstlerischen Seele, die sich nicht abgibt, bloße Zuschauerin der männlichen Gewalt zu sein, sondern immer dagegen ankämpfend, erinnert mich an die entschlossene Haltung Susan Sontags 1993 in der belagerten Stadt Sarajevo. Trotz alledem Beckets Warten auf Godot aufzuführen. Die Frau, anstatt die Verantwortung ihrer Existenz zu übernehmen, richtet ihre Augen in den Himmel und schaut auf die abstrakte Idee, die Schicksal genannt wird. Anstatt zu handeln, stellt sie ihr eigenes Denkmal auf im Feld der Vorstellung. Kurzum, anstatt zu denken, träumt sie. So Simone de Beauvoir in ihrem Werk Das andere Geschlecht. Ich denke, dass wir Träume brauchen. So heißt im Türkischen der Stamm des Wortes, der Gedanke, der Traum. Träume sind die erste Triebkraft, die uns zum Handeln treibt. Nur birgt der Traum, der nicht ins Denken und Handeln mündet, die Gefahr abstrakter Mauern. Liebe Janan Arjun, Sie haben sowohl geträumt als auch gedacht und gehandelt. Wir Frauen haben Ihrem fundierten juristischen Wissen und Ihrem feministischen Kampf sehr viel zu verdanken. Verdient Geld? Schafft euch ein eigenes Zimmer und freie Zeit und schreibt, ohne darüber nachzudenken, was Männer dazu sagen würden. Virginia Woolf sagte diese Worte sicher, damit Frauen das Schreiben realisieren konnten. Aber in dem Zusammenhang, dass die Frau in der Produktion ihren Platz einnehmen kann, ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit erlangt, sich unabhängig vom Mann denken kann, Entscheidungen treffen kann, ohne im patriarchalischen System manipuliert zu werden und nicht zuletzt, dass sie auf ihren eigenen Füßen stehen kann. Damit habe ich immer das Bild von Morchatte vor Augen als ein sehr großes Zimmer mit Tausenden von Frauen, das Janan Arjun und ihre feministischen Freundinnen mit dem Gespür gründeten, damit Frauen befreit von der Gewalt und Unterdrückung durch Männer frei atmen können. Morchatte wurde 1990 gegründet. Dort wird der Kampf gegen männliche Gewalt nach feministischer Methodik geführt, mit dem Ziel, dass Frauen frei und gleichberechtigt leben können, fernab von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und fernab von männlicher Gewalt. Morchatte hat sich bis zum heutigen Tag mit nahezu 40.000 Frauen solidarisiert. Die meisten dieser Frauen sind von psychischer und physischer, sprachlicher oder digitaler Gewalt ihrer Ehemänner, Verlobten, Partner, Söhne oder Väter betroffen. Die Trennung zieht durch ihr Leben, das ihren eigenen Tod gebärt. Unser Mann ist unser Erstgeborener, während er uns in Gottes Namen hütet, wird sein Herz geblendet vor Verdrossenheit. Wenn schlagend von innen auf unsere eigene Brust unsere Stimme stets schleichend dünner wird, wenn unsere Meere seicht und unsere Berge flach sind, wie könnten wir dann widerhallen? Jemand fragte von draußen, wie viele seid ihr? Dem entgegnete jemand von drinnen, wie viele seid ihr? Doch wir, wie viele eigentlich sind wir? Wir, die nirgends in Zahlen passen. Diese Zahlen wurden von der Dichterin Gülten Akın geschrieben. Über diese Zeilen kann ich nur Fakten beisteuern. Laut des Berichts des Weltwirtschaftsforums zur Geschlechtergerechtigkeit kommt die Türkei unter 153 Ländern an 130. Stelle. Die Plattform zur Beendigung der Frauenmorde führt in ihrem Jahresbericht aus, dass 2020 in der Türkei 300 Frauen von Männern umgebracht und 171 Frauen unter ungeklärten Umständen tot aufgefunden wurden. Doch wir, wie viele eigentlich sind wir? Wir, die nirgends in Zahlen passen. Ihre Augen leuchten, wenn Gülsüm Kanat Dinç, Canan Arın's Kollegin und feministische Freundin von Morchatte, über Canan Arın spricht. Canan Arın ist für mich immer ein Idol, eine Celebrity der feministischen Bewegung gewesen. Sie ist das beste Beispiel dafür. Wir sprechen nicht nur über juristische Anliegen, sondern über alles von klassischer Musik bis hin zu Film und Kunst allgemein.
Wenn wir von der Arbeit mit den Frauen, von Workshops oder Reisen auswärts zurückkommen, sie ist dann beseelt von der großen Freude, das Leben einer weiteren Frau berührt zu haben und geht so beschwingt nach Hause. Jedes Mal mit einem Anflug von, das ist erst der Anfang. Ob im Gerichtssaal oder in Workshops für Frauen, ob auf Podiumsdiskussionen oder im Rahmen ihres feministischen Engagements, Janan Ajan ist zu der kämpferisch entschlossenen Stimme gerade auch dieser Frauen geworden. Ursula K. Le Guin schreibt in ihrem Roman, ihr könnt die Revolution nicht machen, ihr könnt nur die Revolution sein. Für mich ist Janan Ajan von dem Augenblick an, in dem sie sich bewusst für das Jurastudium entschied, dann ihr Studium in England fortsetzte und als Frau sich entschloss, von zu Hause auszuziehen, dann neben ihrem Studium arbeitete, um ihre finanzielle Unabhängigkeit zu erklären und sich noch ständig weiterbildete und neben dem Jurastudium sich in Bereichen wie Philosophie, Soziologie, Literatur und Theater engagierte, bereits in vielschichtiger Weise die Revolution selbst geworden. Liebe Janan Ajan, Sie haben das Leben von Tausenden von Frauen berührt. Sie haben ihnen ein Zimmer für sich, einen Raum zur Entfaltung geschaffen. Sie haben ihnen juristischen Beistand geleistet. Sie haben sie ermutigt. Sie haben mit ihren Worten und ihrer Freundschaft den Blickwinkel dieser Frauen erweitert. Ich weiß, dass Sie keinen Dank erwarten für Ihren Einsatz um die Frauenrechte. Sie sprechen auch nicht von helfen, sondern ziehen es in aller Bescheidenheit vor, alles, was Sie leisten, als sich solidarisieren zu bezeichnen. Im Namen aller Frauen, mit denen Sie sich solidarisiert haben, Frauen, die sich ihrer eigenen Stärke bewusst wurden und sich mit Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen auf ihre eigenen Füße gestellt und erhoben haben. Im Namen Ihrer Kolleginnen möchte ich Sie beglückwünschen mit Respekt und Bewunderung. Gratulation, Janan Ajan. An dieser Stelle, liebe Janan Ajan, möchte ich Ihnen ganz herzlich auch von meiner Seite aus gratulieren und wünsche Ihnen beste Gesundheit, viel Kraft und Mut weiterhin in Ihrem Kampf. Und dadurch, dass ich die große Freude hatte, Anne Klein persönlich kennengelernt zu haben, weiß ich, was für eine Bedeutung dieser Preis hat. Und eine dritte schöne Sache, heute am 5. März 1871 ist eine andere große Kämpferin für die Frauen- und Menschenrechte geboren, hat heute ihren 150. Geburtstag, Rosa Luxemburg. Was für eine schöne Koinzidenz. Und nun ein weiteres Lied aus ihrer Heimat, Katibim.
So, liebe Canan, jetzt fände ich es schön, wenn wir ein Bild von dir bekommen, weil ich darf jetzt den Preis an dich übergeben, in dieser Form, mit diesem Objekt. Kriegen wir ein Bild von dir? Ja, und da ist der große Blumenstrauß. Liebe Canan, es wäre so schön, dich hier zu haben. Es ist wunderbar. Ich möchte mich aber zuerst auch noch mal bei Dilek für ihre wunderbare Laudatio bedanken. Dich kennenlernen zu dürfen, das hoffe ich, wird mir auch noch gelingen. Ad personam, in der Türkei, in Istanbul oder in Berlin. Ich möchte dir diesen Preis überreichen nach Istanbul. Heute buchstäblich ist das Objekt bei dir angekommen. Es hat geklappt und es ist wunderbar, dass du da einen viel größeren Blumenstrauß hast als ich, diesen kleinen hier. Ja, alles, alles Gute und es ist jetzt wirklich deine Stunde. Genieße sie, nimm die Kraft mit und die Freude, die wir alle haben, die wir mit dir teilen. Du bist eine wunderbare Frau und eine Inspiration und wie es Dilek gesagt hat, du hast Tausende von Herzen berührt und ganz vielen Frauen Kraft und Recht gegeben. Danke dir dafür noch einmal. Dann gehe ich jetzt hier weg. Guten Abend an alle. Normalerweise spreche ich immer frei. Denn wenn ich irgendwas Schriftliches vorbereitet habe, dann komme ich immer durcheinander. Aber nach all diesen so tollen Worten, liebe Barbara, liebe Dilek, vielen, vielen Dank. Ihr habt mich so beschämt, dass ich gar nicht mehr frei reden kann. Ich freue mich sehr, dass ihr alle hier bei mir, bei meiner Feier seid. Es ist leider so, dass ich eines Abends, als an einem der langweiligen Abende im November 2020, anstatt im Theater, Kino oder bei einem Konzert oder mit Freunden im Restaurant beim Essen zu sein, wegen Covid-19 wie alle anderen auch zu Hause mich befand, mein Handy klingelte, eine mir unbekannte Nummer aus Deutschland. Eine Frauenstimme sagte mir auf Englisch, sie riefe aus Deutschland an, sie hieße Barbara und ich wäre mit dem Anne-Klein-Frauenpreis der Heinrich-Böll-Stiftung ausgezeichnet worden. Eine Stille von einigen Sekunden auf meiner Seite. Danach begriff ich das, was mir gesagt worden war. Eine unglaubliche Freude, denn ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Vor mir war der Preis Nebahat Akkoç aus der Türkei verliehen worden. Und Barbara sagte, der Preis gehe zum ersten Mal an eine weitere Preisträgerin aus demselben Land. Die Preisträgerin werde offiziell am Tag der Menschenrechte, den 10. Dezember 2020, verkündet. Aber meiner Familie und meinen Freunden könnte ich jetzt schon von diesem freudigen Ereignis erzählen. Sofort machte ich mich daran, Anne Klein im Internet zu recherchieren. Wir hatten Gemeinsamkeiten, aber sie war viel jünger als ich und war in einem so jungen Alter von uns gegangen. Wir waren beide Juristinnen. Beide hatten wir gegen Gewalt an Frauen gekämpft. Und da ich noch lebe, tue ich es immer noch. Beide hatten wir uns dem Familienrecht verschrieben, als den Bereich, in dem Gewalt an Frauen am meisten erfahren wird. Und beide vom Typ her so, dass wir bis zum Schluss um das kämpfen, woran wir glauben. Ich danke noch einmal der Heinrich-Böll-Stiftung und den zuständigen Gremien sowie Anne Klein für diesen Preis. Diese Preise haben meines Erachtens die Aufgabe, Frauen in dem Land, in das der Preis geht, die Botschaft zu senden, kämpft weiter für die Rechte der Frauen, leistet Widerstand. Wir, die Frauen des anderen Landes, unterstützen euch. Wir solidarisieren uns mit euch. Wenn wir die Geschichte aus Sicht der Frauen definieren wollten, wäre meine Definition, dass es sich um die Geschichte des K
Kampfes der Frauen um die Anerkennung als Mensch und Individuum handelt. Wie viele Frauen mussten doch ihr Leben opfern, um unsere Stellung heute zu erreichen. Angefangen von Frauen im Mittelalter, die nur weil sie weise Frauen waren, auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Von Olympe de Gouges, die, weil sie die Erklärung der Menschenrechte der Frau verfasste, zum Tod durch Enthauptung durch die Guillotine verurteilt wurde. Und den Frauen, die um das Wahlrecht kämpften, bis hin zu den 120 Arbeiterinnen, die in New York verbrannt wurden, nur weil sie sich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzten und denen wir den Weltfrauentag am 8. März verdanken. Dank des Einsatzes von unzählig vielen Frauen, zu vielen, um sie einzeln zu nennen, gelangten wir auf den Stand, an dem wir heute sind. Ging es den Frauen in der Türkei vor der Machtübernahme durch die Regierungspartei noch um den Kampf um weitreichendere Rechte, sind sie nun dank der Regierungspartei nur noch bemüht um die Bewahrung des bisher Erlangten. Denn so wie in vielen anderen Regionen der Welt wächst auch in der Türkei der Fundamentalismus mit der Folge, dass die Rechte der Frauen umso mehr beschnitten werden. Frauen machen die stärkste Opposition in der Türkei aus. Wie alle Oppositionellen sind folglich wir der größten Unterdrückung ausgesetzt, die in vielfältiger Weise ausgeübt wirkt. Barbara ist auch auf einiges eingegangen, was ich jetzt vor allen Dingen vom rechtlichen her ausführen wollte, aber ich möchte das auch noch einmal betonen. Beispielsweise ist die Abtreibung in der Türkei nach § 5 des Gesetzes Nummer 1827 zur Familienplanung aus dem Jahr 1983 bis zur 10. Schwangerschaftswoche rechtmäßig und frei. Nach der 10. Schwangerschaftswoche bleibt es möglich, wenn die Gesundheit der Mutter gefährdet wäre. Ist die Frau verheiratet, wird das Einverständnis des Ehemannes erfragt. Sollte sie jünger als 18 Jahre alt sein, ist das Einverständnis der Eltern erforderlich. Da jedoch der Vorsitzende der Regierungspartei, AKP, gegen Abtreibung ist, möchte so gut wie kein staatliches Krankenhaus eine Abtreibung vornehmen. Laut einer Studie der Stiftung Frauenhaus Mordschütze, zu deren Gründerin ich gehöre, konnte 2014 in nur 3 der 37 staatlichen Krankenhäuser in Istanbul eine Abtreibung vorgenommen werden. Diese Zahl war auf 2 zurückgegangen, als die Studie 2015 noch einmal durchgeführt wurde. Da Frauen auch keine Verhütungsmethoden erklärt werden und die Abtreibung de facto verboten wird, werden Frauen dem Tode überlassen. Niemand möchte natürlich eine Abtreibung vornehmen, aber da die Frauen nicht wissen, wie sie sich verhüten sollen und deswegen müssen sie regelrecht eine Abtreibung vornehmen lassen und da das auch leider nicht so einfach ist, entweder dass man das Geld hat und viel Geld dafür ausgeben muss oder dass die Frauen, die kein Geld haben, eben dem Tod überlassen sind. So sieht die traurige Wirklichkeit aus. Ein anderes Thema ist der Kindesmissbrauch. Vielleicht mag meine Aufzählung nicht ganz der chronologischen Reihenfolge entsprechen, aber die Entwicklungen waren dahingehend, dass die AKP-Regierung zuerst die Zusammensetzung des Verfassungsgerichts änderte, um Richter zu ernennen, deren Rechtsprechung in ihrem Sinne ausfallen würde. Dann wurde in beiden Fassungen des türkischen Strafrechts vor und nach 2005 der Straftatbestand der religiösen Eheschließung ohne amtliche Eheschließung sowohl für diejenigen, die diese Eheschließung vornehmen, als auch für diejenigen, die sie eingehen, abgeschafft. Und dabei rede ich auch nicht nur von der Trauung nach islamischem Recht, sondern auch, ob es ein Rabbiner ist oder eine kirchliche Trauung ist. Aber als dieses Gesetz geändert wurde, sind sogenannten Kinderehen regelrecht Tür und Tor geöffnet worden. Und man hat das dann als Kinderehen bezeichnet. Und dann hat man die Dreiteilung der Schulpflicht von 12 Jahren in 4+4+4 geändert, wodurch die Schulpflicht für Schülerinnen nach den ersten 4 Jahren des Schulbesuchs de facto aufgehoben wurde. Das sind die Einschränkungen der Rechte von Frauen durch
gesetzliche Änderungen. Nach türkischem Recht liegt die Schutzaltersgrenze für den Geschlechtsverkehr bei 14 Jahren. In jedem Land ist das entsprechend geregelt. In der Türkei ist das mit 14 Jahren. Als aber immer mehr Mädchen im Alter von 13 Jahren Kinder gebaren, haben Krankenhäuser folglich angefangen, die zuständigen Behörden darüber zu informieren. Die Fundamentalisten jedoch, die Eheschließungen im Kindesalter gut hießen, wollten nicht zusehen, wie Männer, die mit 12-jährigen Mädchen Geschlechtsverkehr hatten, verhaftet wurden. Sie protestierten mit Argumenten wie: Ihr zerstört die heilige Familie, die Männer dieser Kindfrauen werden inhaftiert, die Kinder bleiben ohne Väter, die Frauen ohne Männer, und forderten eine einmalige Amnestie für alle Betroffenen. Dabei ist das heiratsfähige Alter für Frauen und Männer nach türkischem Zivilrecht erst mit dem vollendeten 17. Lebensjahr erreicht. Wenn also ein 13-jähriges Mädchen ein Kind geboren hat, wie kann man das als eine rechtmäßige Ehe bezeichnen? Das ist de facto die Scharia, dass man das Scharia-Recht einführt. Das heißt, dass man die eigentlichen Gesetze umgeht. Das kann niemals als eine Ehe bezeichnet werden. Das ist keine rechtmäßige Ehe, sondern ein Kindesmissbrauch. Nicht nur in sexueller Hinsicht, auch das Lebensrecht, das Recht auf Leben als Kind, das Recht auf Entwicklung, die persönliche Entwicklung. Es ist, dass dieses Kind als eine Sklavin verheiratet wird in die Familie, in die sie heiratet. Und diese Geburt in frühem Alter führt zu gesundheitlichen Schäden, die unumkehrbar sind. Das heißt, das Gesetz wird de facto außer Kraft gesetzt. Es ist ein weiterer Schritt in Richtung der Scharia. Zu den Frauenmorden in der Türkei: Das sind in der Türkei systematische politische Morde und haben die Zielsetzung, Frauen zu Hause einzusperren und aus dem öffentlichen Leben zu verbannen, dass sie möglichst viele Kinder gebären und für einen Hungerlohn versklavt werden. Daher sind die Unterstützer der Regierungspartei gegen die Istanbuler Konvention und das entsprechend in Kraft getretene Gesetz Nummer 6284 mit den Maßnahmen Sofortschutz oder Näherungsverbot. Wie Sie wissen, verpflichtet die Istanbul-Konvention die Vertragsparteien zu Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, zur Entwicklung von entsprechenden politischen Instrumenten und zur Ermittlung derjenigen, die gewalttätig werden. Nunmehr fordert das Patriarchat, das aufgrund der starken Opposition der Frauen nun um seine Vormachtstellung fürchtet, dass alle Vereinbarungen und Gesetze, die Frauen schützen, ausgesetzt werden. Sie verwandeln die Schulen fernab des Laizismus zu religiösen Bildungsstätten, in denen die Lehre vorherrscht, dass Männer durch ihre Geburt als Mann der Frau überlegen sind und die Frau dem Mann absolut zu gehorchen hat. So wird versucht, das unabhängige Denken von Frauen und ihre Entwicklung als Individuum zu verhindern. Und die Gerichte legen sogar in Fällen von Frauenmorden eine Haltung an den Tag, die sagen soll, dass die Frau, die Ermordete, daran schuld wäre, weil sie versucht hätte, sich zu schützen und den Mann nicht habe machen lassen, als träfe die Schuld die Frau. So werden auch die Gesetze ausgelegt und so wird grünes Licht gegeben für diese Frauenmorde. Und es geht auch um den Unterhalt. Ich möchte jetzt nicht allzu lange jetzt reden, aber das möchte ich doch noch betonen. Wenn es also um den Unterhalt geht, Sorgerechtsfälle. Es gibt einen türkischen Dichter, ich möchte das gerne zitieren. Es gibt einen Dichter des Divans. Wenn man also mich berührt, dann kann man tausende Klagen hören. Das ist wie beim Kristall. Wenn man das nur ein bisschen berührt, ist der Klang ja ein sehr
vielfacher Klang, der dann ausstrahlt. So ist es, dass es in der Türkei, wenn man mich also einmal fragt, dann kann ich unendlich lange darüber sprechen. Und Anne Klein, dieser Preis, der ist mir vergeben worden. Dafür möchte ich herzlich danken. Das ist für den Kampf der Frauen in der Türkei. Und ich nehme diesen Preis in Erinnerung daran, wie sie ihre 4 Kinder alleine aufgezogen hat und mir beigebracht hat, für das, woran wir glauben, bis zum Schluss einzustehen. Meiner geliebten Mutter und dann allen Frauen widmen, die in der Türkei und auf der ganzen Welt sich gegen das Patriarchat auflehnen. Ich möchte mich zudem in tiefem Respekt verneigen, zu Ehren und in Erinnerung an die Frauen, die einen großen Anteil an der Gründung von Morçat hatten, die aber nicht mehr unter uns weilen. Nusret Öztunal, Birsen Kaşgel, Nural Yasin, Şirin Tekeli und Feride Yıldırım Güneri. Aus diesem Anlass gratuliere ich auch herzlich zu unserem Internationalen Frauentag am 8. März. Vielen herzlichen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank, Matthias Glander, für die wunderbare musikalische Begleitung heute. Ich denke, und das haben wir gehört, auch gerade über Dilek Mayatürks Laudatio, Canan ist eben nicht nur die große Frauenrechtlerin, die Kämpferin für Rechte, für die Ermutigung. Sie ist auch eine Frau, die die Kunst liebt, die die Literatur liebt, die die Musik liebt, gestern Morgen mit ihr gesprochen habe, da dachte ich immer, was habe ich denn für eine Musik im Ohr? Das war klassische Musik im Hintergrund in Canans Büro. Sie ist also auch immer mit schöner Musik umgeben und ich glaube, das ist heute Abend auch ein wenig gelungen. Liebe Canan, es war wunderbar, dir zuzuhören. Ganz, ganz herzlichen Dank. Nimm diesen Preis mit. Wir haben auch darüber gesprochen, sollst du am 8. März zur Demonstration in Istanbul gehen? Du hast mir gesagt, viele deiner Freundinnen raten dir, es dieses Jahr nicht zu tun, weil du gerade auch eine kleine Herzoperation hattest. Ich möchte es noch mal wiederholen. Bleib uns erhalten. Bleib gesund. Wir machen alles, damit deine Stimme überall gehört wird, deine Botschaft sich verbreitet. Das tun wir hier mit dem Preis und ich möchte auch der Kommunikationsabteilung hier in der Stiftung ganz, ganz herzlich danken dafür, dass wir deine Botschaft eben auch hier in die Medien bringen. Dafür herzlichen Dank. Ich möchte mich ganz, ganz toll bedanken bei unserem Istanbul-Büro. Ich gucke jetzt immer statt in die Kamera Canan an, weil ich sie einfach sehen will. Canan, ich denke, es ist auch in deinem Sinne,
nochmal auch unserem wunderbaren Istanbul-Team zu danken. Danke, Christian Prakel. Danke, er steht da in großer Pracht mit seinem Team. Danke dir, ganz großartig habt ihr das gemacht. Das ist ja jetzt schon auch eine Kunst gewesen und eine Premiere, heute das Ganze digital auf die Beine zu stellen. Und eure politische Arbeit schätze ich über alles. Ihr werdet mit Janan im Kontakt sein. Ja, und ich möchte dann vor allem natürlich auch hier unseren wunderbaren Übersetzerinnen danken. Großes Dankeschön Ihnen beiden. Ohne Übersetzung ist Verständigung nicht möglich. Das ist gut gelungen, hoffe ich, heute Abend auch technisch möglich gewesen. Und ich möchte auch wie immer, und das schon 10-mal hintereinander, Ulrike Zichon danken für ihre großartige Vorbereitung dieser Preisverleihung. Sie begleitet den Preis seit vielen, vielen Jahren. Du machst es wunderbar und danke dafür. Ja, ich kann mich eigentlich nur noch bei allen bedanken, die beitragen. Das Tagungsbüro, unsere wunderbare Technik. Ihr kriegt auch noch mal einen Applaus. Das war ja ein bisschen aufregend vorhin. Und das ist noch mal, ich möchte wirklich gerne, dass diese Preisverleihung als Premiere digital keine Fortsetzung sein braucht oder haben wird oder was auch immer. Es ist so unendlich viel reicher, sich umarmen zu können, sich im Angesicht zu Angesicht bedanken zu können, Janan in den Arm zu nehmen und in die Augen zu gucken, das fehlt. Ich möchte mich nichtsdestotrotz jetzt nochmal bei allen bedanken. Wir bleiben noch ein bisschen hier. Ich ziehe dann auch eine Maske auf jeden Fall. Und was immer ich jetzt noch sagen kann, Janan, wir können uns kaum trennen voneinander. Gell? Ich merke das schon, aber ich glaube, wir müssen Tschüss sagen. Guten Abend. Merhaba. Ja, Janna. Ich bin glücklich auf jeden Fall. Schönes Bild. Wunderbar. Bis bald.